Ich kann nicht behaupten, je religiös gewesen zu sein. Aber jetzt bitte ich alle Götter, auf Anna aufzupassen. Möge das Tal ihre Krankheit heilen. In der Zwischenzeit haben Aljoscha und ich einen Aufklärungseinsatz. Keine Ahnung, was uns dort erwartet, aber Aljoscha scheint überzeugt zu sein, dass zahlreiche Frauen seine Ankunft dort begierig erwarten. Sollte das wirklich der Fall sein, dann habe ich den bestmöglichen Begleiter für diesen Einsatz. Tja, willkommen zurück bei Metro Exodus. Unser neues Ziel ist die Taiga. Ein Tal mit viel Wald, einem Wassertank, so wie ich das verstanden habe, oder einer Wasserquelle. Und wir kundschaften jetzt erstmal dieses Tal aus, um zu gucken, was da los ist. Und danach sollen die anderen nachkommen. Ja, die Frage ist nur, ob die Waldluft wirklich Anna helfen wird oder ob wir, wie schon in der letzten Folge vom Oberst und Katja erwähnt, zum 2000 Kilometer entfernten Novosibirsk hin müssen, denn dort soll es ein Medikament gegen die Vergiftung durch das radioaktive Gas. Und ich bezweifle, dass der Husten von Katja einfach nur von der Wüstenluft entstanden ist. Denn sie hat ja schon kurz nachdem sie da Chemielager hineingestürzt ist und ohne Maske da bewusstlos lag, schon kurz darauf hat sie mit dem Husten angefangen. Also muss es meiner Meinung nach daran liegen. Werden wir wahrscheinlich nicht darum. Ja, ich bin recht angetan von diesem Tal. Wo bist denn du? Nehmen wir mal die Luft. Die macht den Kopf ganz klar. Noch nie habe ich solche Luft gerochen. Ich wette, wenn wir eine Woche dort verbringen, wird nicht nur anderer Gehalt sein, sondern dem Oberst werden sogar die Füße nachwachsen. Ja, jetzt übertreibt man nicht. Verdammt, was für eine holprige Fahrt. Die Schienen sind total krumm. Die ganze Trasse scheint wegzurutschen. Ich hoffe, sie hält unser Gewicht. Wir sollten die Aurora kontaktieren und ihnen sagen, dass sie die andere Strecke nehmen sollen. Ja, glaube ich auch. Aurora, bitte komm. Die Aufklärung. Hört ihr mich? Ende. Aurora hier. Ich höre euch laut und deutlich. Ende. Herr Oberst, diese Strecke wird die Aurora nicht tragen. Nehmen Sie die Hauptstrecke. Ende. Ich verstehe. Hier sind ein paar Reparaturen nötig. Das bedeutet eine Verzögerung. Trotzdem steht der Plan. Wir treffen uns am Damm. Wie ist die allgemeine Lage dort? Ende. Die allgemeine Lage hier ist der absolute Wahnsinn, Herr Oberst. Anna wird es hier bestimmt gefallen. Ende. Eine Art Kirche oder so. Weitermachen! Aurora, Ende und aus! Der Plan ist also wie folgt. Wir begeben uns zu dem Damm, überprüfen ihn schnell und sagen ihnen, sie sollen herkommen. Sieh dir diese schöne Gegend nur an. Willst du nicht auch, dass sie schon eher hier sind? Nimm zum Beispiel die Kirche. Was ist denn jetzt los? Ah, Scheiße! Ha! Autsch. Autsch. Scheiße. Irgendwas machen?
Anscheinend werden wir gerettet. Verdammt, du bist ganz schön schwer. Atme! Hast du irgendwas gefunden? Geh weiter! Wir müssen das Ufer bis hin zu den unteren Stromschnellen absuchen. Hier ist nichts. Komme! Gut. Unsere Leute haben deinen Freund geschnappt. Ich kann aber sehen, dass ihr zwei keine Banditen seid. Ich werde dir helfen, solange du keine Dummheiten machst. Jetzt muss ich los. Bleib nur außer Sichtweite, dann ist alles gut. Okay. Die scheint ja freundlich gesinnt zu sein. Und gerettet und Ratschläge gegeben, obwohl sie uns nicht kennt. Ei, Karamba. Toll. Jetzt? Verdammt. Wir haben den Rucksack weggeschmissen. Also, keine Ausrüstung. Mist. Bockmist. Also müssen wir jetzt erstmal ohne Ausrüstung auskommen. Spielzeug. Ja, eine Armbrust, das ist schon mal ein Anfang. Ja, okay. Ich habe vorhin mal die Trophäen durchgeguckt und eine Trophäe ist: Zerstöre die größte Statue oder so. Also müssen wir hier irgendwo noch eine Statue zerstören. Ah, zumindest unser Feuerzeug ist noch da. Das. Diese Spinnen immer. Ekelhaft. So. Bisschen Chemie mitnehmen. Noch was? Oh, das wäre jetzt schön, wenn das eine Werkbank wäre. Noch mehr Chemie. Oh. Okay. Lassen wir mal lieber. Ah, Bolzen. Richtig gut. Was soll das denn? Hexenverbrennung oder was? Hexenverbrennung. Was denn gerade? War gerade irgendwie violett? Oh je. Oh je, oh je, oh je.
Geräusche hier. So, ich schau mal hier drüben noch. Oh, ein Plumpsklo. Komm ich nicht durch? Zettel. Bandit. Dieses Territorium gehört den Brüdern der Küste. Verschwinde, sonst bezahlst du mit deinem Leben. Wie die anderen. Tod den Eindringlingen. Oh je. Oh je. So, jetzt bin ich hier reingekommen und jetzt gibt's hier nicht mal was, oder was? Oder wie, oder was? Ja, uncool. Echt uncool. Na gut. Okay. Dich dahin. Aua, aua, aua. Das war nicht gerade optimal. Dabei war ich leise. Okay, die wurden anscheinend hier irgendwie... festgehalten oder so. Okay, ich glaube, ich muss darüber. Wenn ich gerade einen Baumstamm im Weg wäre. Ah, das sieht schon nice aus. Wo geht es lang? Oh, ein Hase. Okay. Das ist schon mal gut, dass wir zumindest ein wenig Munition finden.
okay, doch nicht. Ich dachte für einen Moment, das ist irgendwie Leiche oder sonst was, die man eventuell plündern könnte. Aber dem war leider jetzt nicht so. Was da vorne? Oh je. Oh je. Alle tot. Die Frage ist, waren das Banditen? Waren das Banditen, die zurechtgestorben sind? Hier rein. Okay. Gehen hier rüber irgendwie. Scheint von der Seite aber von der Seite aus nicht so wirklich möglich zu sein. Jetzt wird es auch noch dunkel. Gefällt mir nicht. Ah, okay. Verstehe, das ist. Das ist das gleiche Gebäude, wo ich vorher drin war. Ich bin nur in ziemlich großen Bogen gelaufen, deswegen sah das so aus, als wäre das ein anderes Gebäude. Na gut. Ich glaube, jetzt sollte ich wieder ein bisschen leise sein. Ups. Merken die das? Na, vielleicht ist das die größte Statue. Oh. Klappt nicht so gut, hä? Auch nicht hoch.
Hallo. Aggressionen, Aggressionen. Na, okay, das klappt nicht so gut. Schade. Scheint leer zu sein hier. Aber ich brauche eine Werkbank. Aber ich glaube, die Werkbank ist sowieso egal. Wir unseren Rucksack nicht haben. Den kriegen wir aber bestimmt wieder. Da bin ich zuversichtlich. Oh, da sind nochmal Pfeile. Beziehungsweise Bolzen. Ja, komisch. Ah, ich glaube, das war ein aufgebrauchter Filter oder so. Gut, dann mal raus hier. Die Brüder der Küste. Noch ein Schritt und wir machen dich kalt. Hey, noch ein Schritt und du stirbst. Ja, wenn du also weißt, was gut für dich ist, verschwindest du besser, du Landratte. Und der eine Streuner, den wir heute gefangen haben, war einer zu viel. Karte habe ich noch. Uff. Aber sie haben gesagt, gefangen. Das heißt, dass sie ihn wohl nicht getötet haben. Da sind irgendwie überall Spielsachen. So, ja, gut. Warum habe ich jetzt die Dose geworfen? Ja, anscheinend muss ich hier doch nicht so leise sein. Ha! Ist ja geil. Postkarte gefunden. Okay, und der scheint schon ein bisschen länger tot zu sein. Ja,
dauert schon 2 Monate. Niemand hat die Kinder abgeholt. Wiggin und Tusha kommen auch nicht zurück. Die Arbeiter vom Kraftwerk sagten, sie würden sie zur Stadt mitnehmen, aber ich hätte meine Autorität nutzen sollen, um sie davon abzuhalten. Aber damals hegte ich auch noch Hoffnung auf eine Evakuierung. Vergebens, wie ich jetzt weiß. Denn wer sollte uns schon evakuieren, wenn es im Funk nur rauscht? Es kommt keine Hilfe. Aber wozu brauchen wir eigentlich Hilfe? Unser Tal war offenbar gar kein Ziel. Sogar vom Fallout sind wir verschont geblieben. Selbst direkt unter den Abflussrohren bleibt der Zähler im grünen Bereich. Die Kinder sind gut vorbereitet. Die vielen Wanderungen haben sich gelohnt. Es wird einfach sein, ihnen das Jagen beizubringen. Alles Lebensnotwendige haben wir und was wir nicht haben, machen wir uns. Zur Hölle mit den Zweifeln. Wir müssen die Probleme angehen, wie sie aufkommen. An erster Stelle steht das Überleben. Okay, er hat jetzt von Kindern geredet. Das würde wahrscheinlich auch die ganzen Spielzeuge, die hier verteilt sind, erklären. Und es wirkt so, als ob vielleicht als die Bomben geschmissen wurden, nicht direkt davon in Mitleidenschaft gezogen wurden und die Person, die dort geredet hat, die Kinder auf jeden Fall in irgendeiner Weise ja auf das Überleben vorbereitet hat. Und wenn das... Oh. Moment mal. Aha. Ja, nice. Mit Nachtsicht. Will ich das? Ja, komm. Ich versuch's. Pirat. Pirat. Die Frage ist, wer sind Pioniere, wer sind Piraten? Was haben die hier vor?
glaube, ich muss da in den Turm rein. Wieder hoch. Okay, hier komme ich nicht hoch. Aber vielleicht können wir einmal rumgehen und irgendwie von der Hinterseite ran. Hier ist ein Zaun. Eieiei. Das scheint mir nicht so. Warum bin ich überhaupt hier? Als ob ich hier irgendwie helfen würde. Hast du gehört, dass der Captain diesen Zug angreifen will? Ich wette, die Pioniere kriegen bei der Ratsversammlung einen Rappel. Ja. Okay, uncool. Einmal drumherum funktioniert nicht. Einmal drumherum funktioniert leider nicht. Gut. Gut, dann heißt das, wir müssen uns da irgendwie vorbeischleichen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.